Einen hammergeilen, wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. In der aktuellen Eventwoche gibt es zweifach Geld für deine Motorradclub-Unternehmen. Und deswegen habe ich für euch schon mal im Livestream auf Twitch alles mit meiner Crew zusammen verkauft und ausgeholfen. Und wir reden über Thema Geld verdienen mit dem Motorradclub. Und Leute, es lohnt sich. Egal, ob ihr einen Motorradclub habt oder nicht oder einfach Helfer seid. Wir haben das Ganze in einer geschlossenen Sitzung verkauft, weil ich bin der Meinung, Leute, wenn man zum Beispiel, wie ich aktuell im Kontostand von 80 Millionen Dollar hat, muss man nicht mehr in GTA in eine offene Lobby gehen und diese 50% anfordern. Außerdem bei vollen Waren kann es mal sein, dass du bis zu 4 Fahrzeuge bekommen kannst, je nachdem welche Mission du hast, und das ist dann auch nicht so gut, weil die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass deine Waren angegriffen werden. Aber dazu gibt es später auch einen Tipp. Das erste, was ich für euch schon mal dabei habe, ist ein Foto, und auf diesem Foto seht ihr die Füllzeit eurer Unternehmen. Ihr seht die Unternehmennamen, ihr seht ohne Upgrade, mit einem Upgrade und mit zwei Upgrades. Und da steht dann die Füllzeit. Je mehr Upgrades ihr habt, desto besser ist das. Man sagt, so ungefähr 1,5-fach schneller ist man mit einem vollen Upgrade. Und wie ihr sehen könnt, ganz unten Meth 6 Stunden und das schnellste ist Dokumentarfälschung. Ich habe Dokumentar- und Grasunternehmen nicht in GTA, weil ich der Meinung bin, dass sie sich nicht lohnen, wenn du nur einfach Geld hast. Aber mit Geldbonus könnte man eventuell in Erwägung ziehen, auch die beiden Unternehmen zu kaufen und wirklich nur zu verkaufen, wenn es zweifach Geld gibt. Das Ding ist, Leute, ihr solltet beim Unternehmen generell, außer ihr seid neu und habt wenig Geld, aber generell solltet ihr nie Waren selber besorgen. Ihr solltet die einfach immer kaufen. Das lohnt sich, denn dann kriegst du halt immer volle Waren, die in Produkte umgewandelt werden, die ihr verkaufen könnt. Und deswegen sollte man generell das immer so machen. Das mache ich immer so und ich habe keine Kopfschmerzen. Dann sagen einige Leute, ja, aber dann musst du das Geld doch abziehen. Oh Gott, Leute, ich habe 1 Million Dollar verdient. Davon muss ich jetzt was, 150.000 Dollar abziehen. Oh nein. Und in der Zwischenzeit, wo die Unternehmen gefüllt werden und du Produkte bekommst, kannst du ja Missionen machen. Oder ich mache das immer, Missionen. Oder ich hole meine Waren ab von Dings, vom Tresor. Also, es gibt immer was zu tun. Also, heute dann nicht rum, ja, aber das kostet doch Geld. Aber das muss man doch abziehen. Ja, wenn du nichts anderes machst und einfach wie so ein Stock irgendwo stehen bleibst, auf jeden Fall. Dann ist das so. Ich habe 3 Unternehmen, Leute, und im Hintergrund seht ihr schon mal Unternehmen 1, was wir verkaufen, und zwar Falschgeld. Und da hatten wir einen Bonus. Das war ein volles Unternehmen, jedoch habe ich ein Fahrzeug bekommen. Und ich habe einen Tipp für euch, wenn ihr untereinander spielt und miteinander spielt. Ihr seht im Hintergrund, uns rammen größtenteils im Video oder schubsen größtenteils im Video 2 Nightshucks. Holt euch wirklich Fahrzeuge, wenn ihr Helfer seid, und schubst den Typen, dann ist er deutlich schneller fertig. Ich würde mal sagen, fast doppelt so schnell unterwegs auf den Straßen, als wenn er alleine fährt. Und das hilft aus. Egal bei was, es gibt auch Postfahrzeuge zum Beispiel, mit denen du liefern kannst. Es ist unfassbar gut. Und nochmals ein kleiner Tipp an dieser Stelle beim Thema Aushelfen. Ihr solltet Leuten aushelfen, auch wenn ihr niemanden kennt, der lädt euch in den MC-Club ein. Helft diesen Leuten aus, vertraut mir, Leute. Das lohnt sich vom Allerfeinsten. Ich habe das Ganze 8-mal gemacht und habe folgendes Ergebnis, Leute. Das Mindeste, also das wenigste Geld, was ich bekommen habe, ist 85.000 Dollar gewesen. Das Höchste war 110. Alle Missionen haben unter 10 Minuten gedauert, alle Liefermissionen. Es gab sogar ein, zwei Missionen, die haben nur 5 Minuten gedauert, weil wir nur einen LKW hatten, wie bei mir in meinem Fall, mit meinen Waren. Und deswegen ist das ziemlich schnell. Mit 8 Missionen habe ich 790.000 Dollar als Helfer gemacht. Ohne selber Waren zu besorgen, ohne Waren zu füllen oder was auch immer. Allgemein muss man GTA leider sagen, für Motorradclub ist es fast unmöglich, gewisse Missionen alleine zu machen. Das ist halt wegen der Zeit. Nicht wegen der Schwierigkeit, sondern die Zeit. Zum Beispiel, wenn du Flugzeuge hast und ablieferst, das könntest du knapp schaffen, je nachdem, was für eine Strecke du hast, aber meistens ist das leider nicht so. Genauso wie bei den langsamen Müllwagen und bei den langsamen Postfahrzeugen. Wenn du 3 Stück dort hast, ist es leider nicht machbar. Deswegen brauchst du mindestens einen Helfer. Wenn du einen Helfer hast bei vollen Unternehmen, reicht das schon aus. Optimal sind 3, und wenn du mehr als 3 hast, dann machen die das, was wir machen, schubsen. Das ist sehr hilfreich. Das Coole ist, hier wird auch kein Geld abgezogen in GTA, wenn du Waren verkaufst. Ich habe 735.000 Dollar gemacht. Hätte ich das in der offenen Sitzung gemacht, hätte ich noch 50% oben mehr bekommen. Aber woher soll ich wissen, dass ich einen einzelnen LKW habe? Das ist halt ein großer Nachteil. Danach haben wir natürlich das zweitbeste Unternehmen genommen und verkauft. Und zwar meine Mettbrötchen, frisch gebacken. Nur für euch. Und da hatten wir die Flugzeuge. Die Flugzeuge, da gibt es an der Karte immer so eine kleine Linie, die euch zeigt, wie hoch ihr maximal fliegen dürft und nicht. Wenn ihr volle Unternehmen habt, dann habt ihr pro Flugzeug 5 Waren, die ihr abgeben müsst.
Und nochmals, Leute, es liegt nicht am Skill oder was auch immer. Es ist einfach alleine fast unmöglich, weil du nicht nur die Waren abliefern musst, sondern dann auch noch umsteigen musst. Das heißt, du brauchst einen Hubschrauber, einen Jet, was auch immer, und musst von A nach B und dann die Waren wieder abholen. Auch das ist blöd, aber zum Thema alleine verkaufen habe ich wirklich gleich einen ultimativen Tipp, wo ich auch sagen würde, da würde ich sogar in der offenen Lobby immer wieder verkaufen. Und das schauen wir uns später im Verlauf des Videos an. Also Mettbrötchen mit Flugzeuge, bei 3 Leuten geht das, bei 2 Leuten geht das auch. Da muss einer halt mal eine Extra-Tour fliegen, aber zu dritt ist das am besten. Zeitersparnis-Thema ist ja auch ein wichtiges Wort, Leute. Zeit ist kostbar, wir lassen hier Zeit, Echtzeit rein. Und deswegen sucht euch, wenn es geht, 2 weitere Helfer. Dann seid ihr perfekt und müsst euch da nicht beschweren und beklagen. Alleine würde ich euch nicht empfehlen. Vielleicht kann man das schaffen, je nachdem, was für eine Route man hat oder wo die Flugzeuge sind. Aber ihr müsst vom Motorradclub oder von eurem Unternehmen aus zu den Flugzeugen fliegen, Flugzeug 1 abliefern und dann am besten in der weitesten Stelle aussteigen und neues Flugzeug besorgen, indem du dorthin fliegst mit einem Hubschrauber. Am besten noch während des Fluges mit einem Hubschrauber gegen eine Laterne knallen und explodieren. Ja, alles ist möglich in GTA, alles ist möglich. Nichts ist unmöglich, Toyota, alles ist möglich in GTA. So, für meine frisch gebackenen Mettbrötchen habe ich $892.000 bekommen. Ich finde das richtig gut von Rockstar Games, dass sie hier keine Gebühren haben für wen auch immer, sondern dass du das reine Geld bekommst. Und so sollte das auch in GTA 6 sein. Ich möchte niemandem was abgeben. Ich bin doch der Boss, oder nicht? Das ist doch mein Unternehmen. Ich leite doch alles. Es gibt keinen, der sich einmischt. Also gib mir das volle Geld und lass mich in Ruhe. Dann hatten wir zeitlich das Beste, was man kriegen kann. Zwar gibt es hier 4 Fahrzeuge, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn das waren die Motorräder. Bei den Motorrädern kann ich euch einen Tipp geben, Leute. Fahrt immer Wheelie, also nach hinten gelehnt. Und wenn ihr wirklich schnell sein wollt, dann müsst ihr alleine fahren, nicht so wie ich in dem Video. Ich habe den Bitgeier Royal mitgenommen und wir sind ein bisschen gefahren. Wir haben mal gewechselt, mal er, mal ich. Auf jeden Fall solltet ihr dort auch wirklich den Move machen, dass ihr Wheelie fahrt. Immer Wheelie nach hinten gelehnt. Ist allgemein in GTA bei Motorrädern immer die schnellste Methode. Auch wenn euer Fahrzeug nicht auf einem Rad fahren kann. Trotzdem bringt das was. Wir haben Tests gemacht, sehr viele Tests gemacht, vertraut mir. Es nützt was am Ende des Tages. $1.000.000 macht man mit dem wunderschönen Coca-Cola-Unternehmen. Und beim Coca-Cola-Unternehmen ist auch das Beste im Vergleich zum Bunker, ist das sogar besser zeittechnisch. Du kannst nicht einen vollen Coca-Cola machen wie beim Bunker, also beim Thema Geld. Aber zeittechnisch gesehen pro Minute oder pro Stunde machst du mehr Geld als im Bunker raus. Das vielleicht für die Leute, die sich fragen, was lohnt sich mehr. Solltet ihr kein Motorradclub-Unternehmen haben, dann holt euch etwas. Ich sag zwar ganz in dem Video, alleine verkaufen ist unmöglich bei vollen Unternehmen, bei gewissen Missionen. Das ist ja immer wieder Glückssache. Aber solltet ihr ein Unternehmen haben, was nicht voll ist, dann habt ihr meistens die Chance, es alleine zu verkaufen. Ihr habt immer eine Chance, sag ich schon, eine Zeit von 30 Minuten, immer. Und ich habe für euch mal ein bisschen nachgeschaut und recherchiert. Und egal ob bei Coca-Cola, egal ob bei Meth, egal ob bei jedem Unternehmen, Motorradunternehmen ist das so, wenn euer Lager zur Hälfte gefüllt ist, dann kriegt ihr garantiert 2 Fahrzeuge. Es kommen nicht mehr. Solltet ihr aber mehr als die Hälfte haben, dann bekommt ihr meistens 3 bis 4 Fahrzeuge. Okay, also sobald euer Unternehmen über die Hälfte gefüllt ist, ist das so, dass ihr garantiert 3 oder 4 Fahrzeuge bekommt, je nach Mission. Oder mit Glück ein Fahrzeug. Aber im Normalfall, wie gesagt, 3 bis 4 mit Flugzeugen, mit den Postfahrzeugen, mit den Müllwagen und Motorrädern. Jetzt habe ich einen Pro-Tipp für euch. Solltet ihr alleine verkaufen wollen und dann könnt ihr in offenen Sitzungen auch verkaufen, weil das meistens ziemlich schnell vorangeht und Leute euch normalerweise in Ruhe lassen. Bei 3 Fahrzeugen oder 4 Fahrzeugen ist das halt ein bisschen kritischer, finde ich. Auf jeden Fall, wenn ihr es in offenen Sitzungen machen wollt, dann alleine, zum Beispiel bei Falschgeld, wenn 25% dort sind, 10 von 40 Waren habt. Ja Leute, das Dumme ist, wir haben 5 Balken, da müsst ihr ein bisschen abschätzen können. Auf jeden Fall 25% oder weniger gefüllte Waren verkaufen, kriegt ihr garantiert ein einzelnes Fahrzeug. Bei Meth-Brötchen ist das genauso. Und bei Coca-Cola ist das sogar nochmals ein bisschen mehr, und zwar 30%. Das heißt, 3 von 10 Waren habt. Wie gesagt, beim Thema Prozent, da müsst ihr nachschauen. Das sieht man leider nirgendwo. Ist ein bisschen blöd gemacht mit dem Balkensystem von Rockstar Games. Aber Rockstar Games hat das so halt auch in ihrer Programmierung geschrieben. Das heißt, wenn Coca-Cola 30% Waren hat, dann gibt es ein Auto.
wenn Falschgeld 10 Waren hat, dann gibt es ein Auto, das sind 25%. Wie gesagt, schätze ein bisschen ab bei Thema Balken und dann sollte das eigentlich funktionieren. Jetzt kommt die Abrechnung. Wie viel Geld habe ich eigentlich insgesamt gemacht? Als Helfer habe ich gutes Geld verdient, aber als Unternehmer habe ich noch besseres Geld verdient. Und dann habe ich die täglichen Zeitrennen genutzt, noch nicht die normalen Zeitrennen obendrauf. Ich habe mit meinem Motorradclub am ersten Tag 3,2 Millionen Dollar verdient. Das ist sehr gutes Geld. Das ist richtig prickelnd, richtig gut, lohnenswert. Weil das einfach ist. Wie ihr wisst, Leute, habe ich eine Tabelle für diese Videoserie mit Money Guide und Geld Guide und ich aktualisiere regelmäßig. Nicht jede Woche, denn es gab ja in der Vergangenheit ein paar Eventwochen, die waren nicht geldreich. Aber ich habe jetzt 9 Wochen aufgeschrieben und Motorradclub ist mit dem ersten Tag, aktueller Stand jetzt, das zweitbeste, was ich gemacht habe. Aber da ist ja nur ein Tag vergangen, wir haben noch einige Tage und Spezialfracht war mit 6,8 Millionen Dollar das Beste, da gab es ja auch zweifach Geld. Ich würde euch immer noch empfehlen, füllt eure Spezialfracht mit eurem Mitarbeiter oder auch selber. Ich habe euch auch vorgerechnet, ne, ab einer gewissen Menge kostet euer Mitarbeiter euch nichts und ihr macht so oder so Plus. Und insgesamt, Leute, habe ich aktuell 25 Millionen Dollar mit 9 Wochen verdient, mit dem mindesten Anteil. Also ich habe nur das Mindeste gemacht. Ich habe nicht stundenlang GTA gespielt, ich habe nicht stundenlang verkauft, ich habe nicht stundenlang Mission gespielt, sondern ich mache wirklich nur das Mindeste. Ich mache nur das, was ich halt seit einiger Zeit mache. Ich lasse meine Waren und Lager füllen und rühre die nicht an, außer es gibt zweifach Geld und die füllen sich so oder so im Hintergrund. Das heißt, wenn ich am Tag eine halbe Stunde spiele, zum Beispiel für ein Video, dann ist auch eine halbe Stunde voll. Wenn ich dann live bin, 2 Stunden spiele, dann füllt sich das 2 Stunden. Und dann wird verkauft, wie ich ja gesagt habe, wenn Bonus da ist. Und das ist das Allerbeste, was ihr tun könnt und machen könnt. Wenn ihr so wie ich seid und verkaufsarm und faul seid. Aber bei 80 Millionen Dollar darf man das auch sein. Wenn man neu ist, ist man eh motivierter und will noch mehr haben und alles kaufen und alles herausfinden. Und da lohnt sich das. Passt in eine offene Sitzung auf, verkauft in eine offene Sitzung mit dem Argument, weil man dort einen Geldbonus bekommt. Und bei diesen 10% verkaufen oder 25% war das bei 10 Waren. Das macht keinen Unterschied, ob euer Unternehmen voll ist oder zur Hälfte voll ist. Es gibt keinen Bonus, wie zum Beispiel bei Spezialfracht. Dort ist das ja so, je mehr Waren ihr habt, desto höher ist eure Auszahlung. Hier ist das nicht, hier gibt es keine prozentuale Ansteigerung oder so. Deswegen ist das egal, ob ihr einen halben Unternehmen verkauft oder ein volles. Macht eigentlich keinen Unterschied, auch wenn ihr die Boni mit einbezieht. Es ist einfach immer 50% obendrauf. Also eigentlich könntet ihr auch Waren in der Theorie jetzt verkaufen, wenn ihr einen Balken voll habt. Zum Schluss gibt es den ultimativen Pro-Tipp wie immer von mir und zwar folgenden. Leute, schließt euer Spiel, testet es, also macht schon mal so Trockenübungen. Schließt euer Spiel so schnell es geht, wenn jemand eure Waren verkauft. Egal bei welchem Unternehmen, ihr verliert sehr wenig und den großen Teil von euren Waren habt ihr noch. Also was wollt ihr noch? Beschwert euch da nicht. Es gibt immer noch Leute, die sich in 2024 beschweren, obwohl, wie schon des Öfteren gesagt und erwähnt, man einfach das Spiel schließen muss. Vor allem auf den Konsolen. Auf PC Internetverbindung trennen könnte auch, glaube ich, funktionieren. Aber ihr müsst dort schnell sein. So schnell wie es geht. Motorradclub, auch ein sehr gutes Unternehmen. Hilft den Leuten aus, die Hilfe brauchen. Beschützt die Leute, greift die nicht an. Ist meine Empfehlung, aber macht was ihr wollt. Ist euer Spiel am Ende des Tages. Ich gebe nur eine Empfehlung ab. Leute beschützen macht mehr Spaß als anzugreifen. Finde ich persönlich. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr habt bestimmt eine andere. In diesem Sinne, macht's gut. Ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.